für den Kinderreport Befragten nur recht geben, die Maßnahmen, Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen, sie reichen nicht aus. Kinderarmut bei uns ist seit Jahren anhaltend hoch. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf. Armut ist ein Mangel an Mitteln, ein Mangel an Möglichkeiten, ein Mangel an Chancen mit gravierenden Folgen für Kinder und Jugendliche, die in diesem Mangel aufwachsen. Hauptgrund für Kinderarmut ist das geringe Einkommen von Familien. Eltern brauchen eine auskömmliche Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit ist immer noch der nachhaltigste Schutz vor Armut. Und darum fördern wir zum Beispiel auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig brauchen wir darüber hinaus ein wirksames finanzielles Sicherheitsnetz, falls kein oder eben nicht genügend eigenes Einkommen da ist. Und deshalb setze ich mich seit Jahren für die Kindergrundsicherung ein und bin sicher, wenn sie gut ausgestaltet ist, dann wird sie einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten. Die Kindergrundsicherung ist die zentrale Antwort der Bundesregierung, um die materielle Situation von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Der Kinderreport 2023 gibt uns dafür Rückenwind. Er zeigt deutlich, dass die Bevölkerung politische Maßnahmen gegen Kinderarmut für notwendig hält. Den Maßnahmen, die die materielle Situation verbessern, kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Die Kindergrundsicherung wird als wichtige sozialpolitische Reform der gesamten Bundesregierung kommen. Der Bundeskanzler hat deutlich gemacht, die Kindergrundsicherung ist ein ganz wichtiges Projekt dieser Regierung und sie soll Leistungsverbesserungen enthalten. Mit der Kindergrundsicherung sorgen wir dafür, dass es armen Kindern besser geht, dass verdeckte Armut erkannt und behoben wird, Familien erhalten zukünftig tatsächlich die Leistungen, auf die sie Anspruch haben und dass Familien sorgenfreier und besser abgesichert leben können. Die Kindergrundsicherung ersetzt mehrere unterschiedliche Leistungen, die bisher an unterschiedlichen Stellen beantragt werden mussten, durch eine zentrale Leistung für alle Kinder. Die Kindergrundsicherung wird aus einem Garantie- und einem Zusatzbetrag bestehen. Den Garantiebetrag werden grundsätzlich alle Kinder in Deutschland erhalten. Der Zusatzbetrag ist abhängig vom Einkommen der Eltern und dient dazu, Kinderarmut zu vermeiden. Mit dem Zusatzbetrag wollen wir rund 6 Millionen Kinder erreichen. 1,6 Millionen von diesen Kindern holen wir so aus dem Bürgergeld in eine Leistung, die ohne Unterschied für alle Kinder gilt. Aus der Hohlschuld der Eltern wird eine Bringschuld des Staates. Mit dem Kindergrundsicherungscheck prüft die Familienkasse, ob jemand Anspruch haben könnte und informiert proaktiv die Eltern. Die Eltern können dann über das Kindergrundsicherungsportal ohne Gang aufs Amt einfach und niedrigschwellig den Antrag stellen, so die Pläne. Es ist mir besonders wichtig, dass die Kindergrundsicherung Leistungsverbesserungen enthält. Und deshalb wollen wir zum Beispiel das Existenzminimum des Kindes neu bestimmen. Denn auch am Ende des Monats muss das Geld in den Familien reichen, um ein Geschenk für die Einladung zum Kindergeburtstag kaufen zu können oder auch für einen Kinderbesuch, auch wenn die Geschwister neue Schuhe brauchen. An der konkreten Ausgestaltung arbeiten wir in der Bundesregierung aktuell mit Hochdruck, aber wir sind schon sehr weit. Mein Haus wird jetzt den Gesetzentwurf erarbeiten und Ende August soll der Entwurf im Kabinett beschlossen werden. Damit, so hat es der Bundeskanzler gerade noch mal deutlich gemacht, die Kindergrundsicherung 2025 erstmals ausgezahlt werden kann. Damit stellt die Kindergrundsicherung den zentralen Baustein dar, um die finanzielle Situation von Familien zu verbessern. Gleichzeitig muss es aber natürlich eingebettet sein in ein breites Netz verschiedener Maßnahmen zur Bekämpfung von Kinderarmut. Und das zeigt der Kinderreport 2023 sehr deutlich. Materielle und soziale Teilhabe bedingen sich gegenseitig. Benachteiligte Kinder wohnen häufig in beengten Verhältnissen mit negativen Folgen für das Familienklima und für die Persönlichkeitsentwicklung. Sie haben weniger Zugänge zu sogenannten nonformalen Bildungsangeboten, insbesondere bei der frühkindlichen Förderung. Laut Robert-Koch-Institut haben sie häufigere gesundheitliche Beeinträchtigungen, auch psychische Auffälligkeiten und ADHS. Und sie haben ein ungünstigeres Ernährungs- und Bewegungsverhalten. Und deshalb haben wir gestern im Bundeskabinett den nationalen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland beschlossen. Gemeinsam arbeiten Bund, Länder, Kommunen und Zivilgesellschaft daran, allen von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen Kindern und Jugendlichen gerechte Chancen zu garantieren. Damit setzen wir die europäische Kindergarantie um und nehmen bis zum Jahr 2030 folgende Bereiche in den Blick. Wohnraum, der auch ausreicht, um ungestört Hausaufgaben zu machen und Freundinnen und Freunde einzuladen. Gesunde Ernährung, die Alternativen zu Fastfood und zu Süßgetränken bietet. Frühkindliche Bildung und Betreuung, die bedarfsgerecht und hochwertig ist. Schulische Bildung, die allen Schülerinnen und Schülern die Chance auf den für sie bestmöglichen Abschluss bietet.
und Angebote, die die Gesundheit fördern. Den Mehrwert des nationalen Aktionsplans bilden insbesondere diese drei Bausteine, nämlich Kooperation, Koordination und Beteiligung. Erstens Kooperation. Wir verstärken integrierte Ansätze und Kooperationen. Gleichzeitig soll die Vernetzung in den Kommunen in den Blick genommen werden. Denn die Kommunen sind die Orte der sozialen Daseinsvorsorge. Sie stellen die soziale Infrastruktur bereit und leisten so einen bedeutenden Beitrag, um Armut und Armutsfolgen zu begegnen und Chancengleichheit und Teilhabe zu erhöhen. Sie sind verantwortlich für Angebote der Gesundheitsförderung, ebenso wie für materielle Unterstützung, Wohnungshilfe oder Jugendarbeit vor Ort. Und die Kommunen können kommunale Präventionsstrukturen aufbauen, um passgenaue, abgestimmte und niedrigschwellige Unterstützungsangebote zu schaffen. Zweitens Koordination. Viele Stakeholder in Deutschland fordern seit langem, wir brauchen Vernetzungs- und Koordinationsstrukturen für die Akteurinnen und Akteure auf kommunaler Ebene mit den Ländern und den Bundesressorts. Und hier soll der von der parlamentarischen Staatssekretärin und nationalen Kinderchancenkoordinatorin Ekin Deligüz aus meinem Haus geleitete NAP-Ausschuss, also Ausschuss für den nationalen Aktionsplan, wichtige Unterstützung leisten. Mit diesem Ausschuss richten wir in Deutschland ein Gremium ein, in dem sich AkteurInnen aus Politik, aus Zivilgesellschaft und mit ExpertInnen regelmäßig austauschen. Und ich lade das Deutsche Kinderhilfswerk herzlich dazu ein, seine Expertise auch hier einzubringen. Drittens, Beteiligung. Kinder und Jugendliche sind ExpertInnen ihrer eigenen Lebenslagen. Deswegen ist es ja auch so gut, dass sie eben von Anfang an die Umfragen auch mit Kindern gemacht haben. Und deswegen sprechen wir nicht nur über Kinder und Jugendliche, sondern ganz wichtig ist, mit ihnen zu sprechen. Ihre Ideen zur Bekämpfung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung beziehen wir kontinuierlich mit ein. Beispielsweise richten wir Teams von Kindern und Jugendlichen ein, die den Prozess für den nationalen Aktionsplan begleiten. Ich komme zum Schluss. Lieber Herr Hoffmann, lieber Herr Krüger, mein Ziel als Bundesministerin ist es, allen jungen Menschen die Chance zu geben, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu führen, unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern. Die junge Generation braucht FürsprecherInnen und PartnerInnen, die sie mitdenken, die zuhören, die sie einbeziehen und die sich hinter sie stellen. Dafür habe ich im vergangenen Dezember das Bündnis für die junge Generation initiiert und ich freue mich sehr, dass Herr Krüger auch Teil dieses Bündnisses ist und mich dabei unterstützt, den Kindern und Jugendlichen in unserem Land eine vernehmbare Stimme zu geben. Man muss sagen, Kinder zu bekommen in Deutschland ist eines der kardinalen Risiken, der Armutsrisiken. Und Kinderarmut ist in den letzten Jahren systematisch gewachsen. Das heißt, wir haben es mit einer wachsenden Ungleichheit zwischen den Generationen zu tun. Der Kinderreport 2023 des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt glasklar auf, dass die Menschen in unserem Land Staat und Gesellschaft in der Verantwortung sehen, gegen Kinderarmut in Deutschland vorzugehen. Die Ergebnisse geben uns dabei sehr deutliche Hinweise, wo die Hebel sind, die die Politik betätigen kann. Erstens, die Zahlen zeigen, die Bevölkerung hat ein hohes Problembewusstsein, wenn es um Kinderarmut in Deutschland geht. Die Handlungsbereitschaft der Befragten steht im krassen Gegensatz zu den politischen Diskussionen, die wir derzeit auf der Bundesebene zur materiellen Absicherung von Kindern miterleben müssen. Und sie steht im krassen Gegensatz zur an vielen Stellen mangelhaften Ausstattung der Infrastrukturen, die Familien und Kinder in ihrem direkten Lebensumfeld vorfinden. Zweitens, die materielle Absicherung von Kindern wird von der Bevölkerung als primärer Ansatzpunkt für die Bekämpfung von Kinderarmut eingeschätzt, wenn es um die Gründe für Kinderarmut geht. Es müssen zügig mehr finanzielle Mittel als bisher zur Verfügung gestellt werden. Allem voran ist ein signifikanter Einstieg in die eben schon vorgestellte Kindergrundsicherung wichtig. Eine Kindergrundsicherung, die dann auch ihren Namen verdient und möglichst viele Kinder nachhaltig aus der Armut holt. Wichtig wäre aber auch ein ausreichendes Maß an Arbeitsplätzen, durch die die Menschen in der Lage sind, den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien auch sicherzustellen. Dazu gehört dann auch eine entsprechend adäquate Erhöhung des Mindestlohns, wie sie ja derzeit ins Gespräch gebracht worden sind. Drittens, die Solidarbereitschaft in der Bevölkerung wird derzeit von der Politik massiv unterschätzt. Es ist erstaunlich und zugleich ein ermutigendes Signal, dass fast 2/3 der Erwachsenen bereit wären, Steuererhöhungen
mitzutragen, wenn sie direkt für die Bekämpfung von Kinderarmut eingesetzt werden. Selbst die Wählerinnen und Wähler der FDP sprechen sich mehrheitlich für Steuererhöhungen aus. Das sollte uns allen zu denken geben und ermutigen, diese Herkulesaufgabe auch wirklich in Angriff zu nehmen. Die Zustimmung zu allen im Kinderreport abgefragten Maßnahmen gegen Kinderarmut ist hoch. Auch hier setzen die Befragten ein deutliches Signal für mehr Engagement des Gesetzgebers. Neben der bereits erwähnten materiellen Absicherung von Familien geht es dabei auch um ausreichende Infrastrukturen für die gesellschaftliche Teilhabe sowie für die Bildung junger Menschen. Neben Kindertagesstätten und Schulen mit entsprechender Personal- und Sachausstattung gehört dann auch die offene Kinder- und Jugendarbeit dazu, die Einrichtung von Musikschulen, aber auch Bibliotheken oder Gemeinschaftszentren. Zu denken ist aber nicht nur ans Familienressort, sondern durchaus auch an andere Ressorts, an denen Schnittstellen sichtbar werden. Ich nehme als Beispiel das Bauressort, günstiges Wohnen, bezahlbare Mieten, all das sozusagen hat auch direkt oder indirekt mit Kinderarmut zu tun. Fünftens schließlich, Kinder und Jugendliche wünschen sich insbesondere auf der Bundesebene mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten. Es ist daher angezeigt, die im Koalitionsvertrag verankerte Wahlaltersabsenkung auch auf der Bundesebene in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Mitbestimmung macht Kinder und Jugendliche resilienter für ihren weiteren Lebensweg und ist ein essentieller Beitrag für die Sicherung und den Erhalt unseres demokratisch verfassten Gemeinwesens. Diese fünf genannten Impulse sollten aufgenommen werden und in eine kraftvolle Politik, insbesondere für von Armut betroffene Kinder, umgesetzt werden. Dafür gilt es natürlich, dicke Bretter zu bohren. Wir wissen, dass wir mit diesem Thema eigentlich schon seit Jahren unterwegs sind, offene Ohren finden und diese Herausforderung nach wie vor im Raum steht. Wir übersehen nicht die kleinen Schritte, die schon gegangen sind, aber wir brauchen, um wirklich nachhaltig aus dieser Situation herauszukommen, den langen Atem und gemeinsame Kraftanstrengungen aller. Mit kleinen Reformchen kommen wir da nicht weiter. Wir brauchen endlich ein klares politisches Signal, eine große Reform, wie der gesellschaftliche Skandal der Kinderarmut jetzt entschieden angegangen wird. Es muss dringend, wenn man so sagen will, bei der Bekämpfung der Kinderarmut ein großes Rad gedreht werden. Um all das zu gewährleisten oder zumindest große Schritte in diese Richtung zu gehen, brauchen wir einen nationalen Aktionsplan gegen Kinderarmut, der an den von Ihnen ins Leben gerufenen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland gut anknüpfen kann und konkrete Maßnahmen und ein wirksames Instrument zur Bekämpfung der Kinderarmut in Angriff nimmt. Ich möchte abschließend noch einmal betonen, mit einer reinen Zusammenfassung der bisherigen Unterstützungsleistungen kommen wir bei der Bekämpfung der Kinderarmut noch nicht den entscheidenden Schritt voran, den es dringend braucht. Auch deshalb haben wir uns als Kinderrechtsorganisation über das Signal der Familienministerkonferenz vor einigen Wochen sehr gefreut, dass 15 von 16 Bundesländern die geplante Einführung der Kindergrundsicherung begrüßen. Wir müssen feststellen, dass zwar in den vergangenen Jahren unterschiedliche Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, um an Einzelaspekten der Familiensicherung zu arbeiten. So wurden Kindergeld, Kinderzuschlag und auch der Kinderregelsatz erhöht, der Unterhaltsvorschuss reformiert und am Ausbau der Betreuungsplätze weitergearbeitet. Insgesamt wirken sich all diese Maßnahmen aber noch nicht hinreichend auf die Bekämpfung der Kinderarmut aus. Das hat natürlich was mit der Höhe der Leistung zu tun. Aber ungeachtet der Höhe der jeweiligen Leistung erweist sich das Familienleistungssystem nach wie vor als sehr bürokratisch und es zeichnet sich durch komplexe Anrechnungs- und Schnittstellenproblematiken aus. Das führt übrigens dazu, dass dann mögliche Unterstützungsleistungen die Anspruchsberechtigten zu häufig nicht erreichen. Deshalb muss man auch diesen Aspekt bei der Kindergrundsicherung mit im Blick behalten. Und da haben wir, wie wir eben gehört haben, ja auch schon etliche Vorschläge auf dem Tisch. Familien mit höheren Einkommen sind einfach in der Lage, besser mit diesen Herausforderungen des Großziehens der Kinder umzugehen. Und deshalb ist es wichtig, hier die gesellschaftliche Solidarität für alle Familien mit Kindern im Blick zu behalten. Natürlich wird die Kindergrundsicherung mehr Geld kosten als bisher, schon allein, weil durch eine Kindergrundsicherung das Problem der verdeckten Armut endlich angegangen werden soll. Aber auch, um das durch die UN-Kinderrechtskonvention garantierte Recht auf soziale Sicherheit zu garantieren. Dabei sollten wir nicht aus den Augen verlieren,
dass nach wie vor zumindest aus unserer Sicht ausreichend Geld in den Budgets von Bund, Ländern und Kommunen vorhanden ist, nur eben nicht zielgerichtet gegen die Kinderarmut eingesetzt wird. Das zeigt beispielsweise das im letzten Jahr verabschiedete Inflationsausgleichsgesetz. Bei diesem Gesetz gilt ja grundsätzlich, je höher das Einkommen, desto höher die Steuerersparnis in Euro und Cent. Nur ein Beispiel dafür, dass aus kinderrechtlicher Sicht eine andere Fokussierung der Ausgaben des Bundes und auch der Einnahmen des Bundes wünschenswert wäre. Zugleich sind Mehrkosten bei der Kindergrundsicherung bzw. der Bekämpfung der Kinderarmut eine notwendige Investition des Staates in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, und sie werden sich langfristig natürlich auszahlen. Das muss sich in der finanziellen Prioritätensetzung der Bundesregierung, aber natürlich auch bei Ländern und Kommunen widerspiegeln, und zwar mehr als bisher. Vielen Dank. Hallo, Nida von web.de. Zwei Fragen zuerst. Die erste an Frau Paus. Im Bundeshaushalt sind 2 Milliarden Euro jährlich für die Kindergrundsicherung vorgesehen. Sie haben ja eigentlich 12 Milliarden gefordert, der Armutsforscher Christoph Butterwege sogar 20 Milliarden. Macht das mit diesem Budget nicht den Kampf gegen Kinderarmut enorm schwer? Und die zweite Frage, da würde mich interessieren, welches Bundesland gegen die Kindergrundsicherung ist und mit welcher Begründung? Danke. Die zweite kann ich beantworten, weil das Bundesland selber daraus kein Geheimnis macht. Das ist das Bundesland Bayern, das bei der JFMK nicht mitgestimmt hat. Und zur ersten Frage ist es ja so, dass es richtig ist. In dem Bundeshaushalt, den die Bundesregierung gestern verabschiedet hat, steht für das Jahr 2022 2 Milliarden drin. Aber die Zahl 2 Milliarden ist ein Merkposten oder ein Platzhalter. Und das haben Sie auch entsprechend bestätigt bekommen vom Finanzminister. Das kann auch gar nicht anders sein, weil eben das Gesetz ja noch nicht fertig ist. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir Ende August das Gesetz im Bundeskabinett verabschieden wollen. Aber so lange ist es eben nicht etatreif, und deswegen haben wir sozusagen mit einer Zahl verankert, die Kindergrundsicherung wird kommen, und wie sie genau ausschauen wird, daran arbeiten wir gerade. Richtig ist, die Kindergrundsicherung wird eine Leistungsverbesserung bringen. Auch so haben wir es jetzt vereinbart, steht im Brief vom Bundeskanzler. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass es am Ende mehr als 2 Milliarden werden. Richtig ist aber auch, ich rechne nicht damit, dass es 12 Milliarden werden. Ja, eine Frage. Sie haben ja nicht explizit nach der Kindergrundsicherung gefragt bei der Umfrage. Wohl aber gab es eine Position, was halten Sie davon, mehr Geld vom Staat auszuschütten? Und da war die Zustimmung bei den Erwachsenen nur 68% im Vergleich zu deutlich höheren Werten bei Infrastrukturmaßnahmen und so. Wie geht das zusammen mit Ihrer Schlussfolgerung, dass es eine breite Zustimmung zu auch finanziellen Maßnahmen gibt? Soll ich antworten? Gerne. Also zunächst, wir haben direkt nach der Kindergrundsicherung nicht gefragt, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir die Umfrage entwickelt haben, war noch nicht ganz sicher, inwieweit die Kindergrundsicherung auch kommen wird. Aber ich darf auf das Kinderbarometer verweisen, das Kinderbarometer, was im Frühjahr erhoben hat, direkt die Kindergrundsicherung, und feststellen durfte, dass 75% der Bevölkerung, der Erwachsenenbevölkerung hier an dieser Stelle, einer Kindergrundsicherung zustimmen würden, und 60% der erwachsenen Bevölkerung und sogar 75% der Familien zustimmen.